und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video in deiner Wallseed-Story. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir starten das Ganze hier mit einem neuen Format und ich denke, dieses Format wird sehr, sehr spannend für dich, wie auch für mich, denn ich möchte dir meine Top 5, meine Top 5, und zwar nichts Geringeres als die Top 5 meiner Trading-Setups. Ja, dabei möchte ich dir so einen groben Einblick geben, wie ich zu diesen Setups komme, was ich mir dabei denke, was Sinn und Zweck ist, vielleicht auch kurz auf Risiko- und Trade-Management eingehen. Ja, das kann ich natürlich nur kurz umreißen. Ich bitte da um Verständnis, aber ich möchte dir meine Top 5 vorstellen, mit welchen ich mein Geld jeden Tag an den Forex-Märkten verdiene. Mal mehr, mal weniger, aber es reicht auf jeden Fall, um ganz gut über die Runden zu kommen. Das möchte ich weitergeben. Ja, dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt mit meinem ersten Setup, was auf Platz 5 liegt. Ja, auf Platz 5, also das handle ich, wenn die anderen 4 quasi nicht vorhanden sind. Das ist ein aggressiver Counter-Trade. Ein aggressiver Counter-Trade und du merkst wahrscheinlich schon an dem Wort, aggressiv ist immer so eine Sache und ich erwähne hier in den Videos halt was, was wir wenigsten gestehen wollen. Ja, ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Ich sage dir ganz klar, ich handle, wo ich handle, warum ich handle und sage dir auch, ob das aggressiv ist, ob das nicht aggressiv ist. Andere können es dir vielleicht nicht sagen, weil sie selbst nicht wissen. Andere wollen da ein Geheimnis draus machen oder hier und da. Ich möchte dir mit diesem Video vor allem auch die Realität zeigen und dementsprechend switchen wir eben mal um nach TradingView und werden hier bei TradingView ein ganz aktuelles Beispiel besprechen. Und zwar, wo kann ich hier einen, sag mal, aggressiven Counter-Trade handeln? Generell, was ist ein aggressiver Counter-Trade? Counter bedeutet immer, der Markt bewegt sich in eine Richtung, trendet in eine Richtung und besser sogar noch, er bildet ein Momentum. Er bildet ein Momentum und zwar eine sehr, sehr starke Reaktion, eine sehr, sehr starke Bewegung in eine Richtung. Das kann ich grundsätzlich als Bewegung oder als Impuls bezeichnen. Wann bezeichne ich es als Momentum? Wenn eben eine Bewegung deutlich stärker ist als vorherige Bewegung. Das heißt, ich möchte nicht hergehen und dir eine Blaupause geben. Du weißt, ich hasse Blaupausen. Und wenn du Blaupausen verwendest, hasse ich auch dich. Die Blaupausen im Trading wollen dir suggerieren, dass es leicht ist, wollen die Arbeit abnehmen, aber glaub mir, 97% scheitern im Trading und frag dich, warum 97% scheitern. Weil sie versuchen, irgendwo doch den bequemen und einfachen Weg zu gehen. Dementsprechend, es gibt keine Definition für ein Momentum oder nicht. Es gibt so höhenrissige Erklärungen, die sagen, pass auf, dreifacher ATR-Wert. Das heißt, die ATR, wie groß ist die? Es ist die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 14 Kerzen. Nehmen wir auf 4 Stunden, das sind vielleicht in diesem Markt, lass es einfach mal 11 Pips sein, vielleicht pro 4 Stunden Kerze, wie auch immer. Das heißt, Momentum würde dann entstehen, wenn in einer Kerze 33 mehr entstehen. Finde ich ein bisschen hirnrissig, da wieder diese eine Lösung oder diesen einen Anhaltspunkt zu wählen. Was ich mache, ich schaue mir den Markt in seiner Harmonie und seiner Bewegung an. Ich schaue mir an, pass auf, welche Schenkel werden gebildet. Ja? Welche Bewegungen werden gebildet, kann die einfach mal so reinbringen und sehe, pass auf, der Markt, der macht sehr, sehr häufig auch seine natürlichen harmonischen Bewegungen. Du siehst diese drei Stück, ja? Vielleicht mache ich den Pfeil mal in etwas anderer Farbe. Auch besser erkennt. Diese drei Stück hier, die haben von ihrer Bewegung her eine ähnliche Dimension. Das heißt, das sind für den Markt typische Bewegungen. Die kommen immer und immer wieder vor. Die können mal größer sein, ja, die können mal kleiner sein, aber wie wir sehen, das ist in einem Spektrum, das der Markt immer und immer wieder abbildet. Ist auch kein Wunder, weil wir hier in einer Aufwärtsstruktur unterwegs sind. Der Markt immer wieder von einer Unterstützung quasi hochgepusht wird, die es eben in einer Aufwärtsstruktur typisch ist. Das heißt also, wenn ich mir das Ganze anschaue und sage, pass auf, wo kommt Momentum rein, dann nehme ich nicht diese natürliche Bewegung, die wir häufig sehen, sondern ich nehme eine Bewegung, die vielleicht etwas größer ausfällt. Und da kann mir das Auge allein schon helfen, wenn ich das mal vergleiche und hier reinlege. Länge und Vergleichsverhalten sehe ich, pass auf, wenn ich das hier mal wirklich von ganz oben reinlege, erkenne ich diese Bewegung nahezu doppelt so. Das heißt, das hier ist für mich definitiv ein Momentum. Ein Momentum, warum? Weil der Markt innerhalb von kurzer Zeit eine vorherige Bewegung gemacht wurde, ausradiert und sogar noch viel, viel mehr. Woran können wir das noch feststellen? Ist relativ simpel. Hier wurde das letzte Struktur hochgebildet. Ja? Hier wurde das letzte Struktur tief gebildet. In der Bewegung wurde ein neues Hoch gebildet. In dieser Bewegung wurde von einem höheren Hoch in ein tieferes Tief gegangen. Das heißt, die Bewegungen, die vorher aufgekommen sind, ja? Diese Bewegungen hier, lass mich den Pfad machen. Diese Bewegung hier, die wurde durch eine einzige Bewegung quasi
komplett ausrastet. Das heißt, für mich ist schon mal interessant zu sehen, das hier kann ein potenzielles Momentum sein. Ich bezeichne es als Momentum, weil die Marktbewegung, diese Push-Bewegung nach unten deutlich größer ist als die vorherigen. Ich fange nicht an mit einer ATR, ich fange gar nichts an auszumessen, weil, wie du weißt, der Markt funktioniert nicht genau nach Regelwerken, funktioniert nicht nach der einen oder anderen Geschichte, sagen in festen Intervallen. Ja, wenn du das glaubst, dann bitte schließ dein Trading-Account und fang nie wieder an zu traden, weil dann wirst du definitiv dein Geld verbrennen. Gut, schauen wir uns das an, sehen wir, wir haben einen starken Impuls nach unten bekommen. Jetzt ist die 1 von mir zu sagen, diese Reaktion gegen eine Aufwärtsstruktur ging, ist etwas überheftig, ist etwas überzogen. Dementsprechend schaue ich mir an, wo, wenn der Markt nach unten rennt, sind potenzielle Unterstützung und Widerstände. Ich fange hier oben nicht an, Unterstützung und Widerstände. Ja, ich gehe niemals davon aus, dass der Markt nach einer starken Push-Bewegung, nachdem er wirklich von dem aus hier ein deutlich höheres Hoch gebildet hat, dass sich der Markt auch stabilisiert, sondern mein Verständnis von Trading ist Secure the Bags. Das heißt, hier oben werden natürlich auch Gewinne mitgenommen, geschlossen. Das heißt, der Markt wird einen Drop liefern und das wird höchstwahrscheinlich ein Fakeout sein. Das heißt, da oben fange ich erst gar nicht an, sondern ich fange weiter unten an und sehe, okay, pass auf, der Markt hat hier eine Seitwärtsphase gebildet. Dann erkenne ich aber auch, dass der Markt in der Seitwärtsphase hier eine kleine Konsolidierung gezeigt hat, hier schon mit dem Docht weiter nach unten gegriffen hat. Das heißt also, hier unten ist erst der Support reingekommen. Dieser Bereich liefert mir leichte Liquidität. Das bedeutet für mich, dieser Bereich, der mir leichte Liquidität liefert, zeichnen wir mal hier, der kann gegebenenfalls den Markt kurz auffangen. Das ist aber keine Unterstützung. Das ist keine Unterstützung, eigentlich, dass wir sagen, da kommt der Markt wieder, da kriegt der Markt neue Kaufkraft hoch. Sondern, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hier ist eine Liquiditätszone. Das heißt, da wird der Markt sich wahrscheinlich ein bisschen zurechtrücken. Da wird der Markt, wenn er quasi dahin kommt, ein bisschen seitwärts verlaufen. Ja, und das sehen wir im späteren Verlauf auch noch. So, sondern ich schaue mir an, wo hat der Markt wirklich Spitzen und Docht im Markt gebildet und vor allem, wo ist neue Kaufkraft reingekommen. Mich interessiert ja eine Aufwärtsstruktur nicht. Pass auf, wo ist eine Unterstützung oder Widerstand einfach okay. Sondern ich schaue mir an, wo ist neue Kaufkraft reingekommen. In Aufwärtsdynamiken interessieren mich die, wo neue Kaufkraft reinkommt, nicht ob irgendwelche Unterstützung oder Widerstände gebrochen sind. Ein gebrochener Widerstand wie hier ist nicht gleich ein Support, sondern ein gebrochener Widerstand heißt, dass hier Verkaufskraft in den Markt gekommen ist, jetzt der präsent ist, das heißt, wo der Markt jetzt quasi diesen Widerstand, diese Zone durchbrochen hat, ja, und durch einen Kaufimpuls nach oben neues Hoch macht. Die Unterstützungen sind immer da, wo der Markt auch wirklich von unten aufgekauft wurde. Jetzt sehe ich, dass diese Unterstützung hier relativer Liquidität versehen ist. Das heißt also, diese Unterstützung dient nicht als Impulsbewegung, wo neue Kaufkraft reinkommt, sondern da findet so gesehen eine Umverteilung statt. Das ist eine Liquiditätszone, wo ich sehe, der Markt bewegt sich hier seitwärts. Das heißt, hier gehe ich nicht long, sondern ich positioniere mich, wenn überhaupt, weiter unten. Sehe, hier ist neue Kaufkraft reingekommen, das hier war ein Fakeout. Das hier war ein Fakeout nach unten bedeutet, wenn das der Fakeout war, schaue ich mir die Docht an und hier, genau auf diesem Punkt, kann ich sehen, da ist Kaufkraft reingekommen, bevor der Markt nach unten gefaked hat, achtet drauf, rote Kerze nach unten, grüne Kerze nach oben, die sofort wieder im Liquiditätsbereich schließt. Hier, meine Damen und Herren, im Liquiditätsbereich ist ein Fakeout. Dementsprechend lassen wir das weg und konzentrieren uns auf dieses Level hier. Das heißt, was ich mache, ich schaue mir an, wie das Level hier letztendlich reagiert. Ich mache mir hier von mir aus mein Rechteck rein und schaue mir an, wenn der Markt dorthin kommt, wenn der Markt dort rein reagiert, kann ich gegebenenfalls erstmal sehen, dass der Markt ein kleines Setback macht. Was ich tue, ich gehe nicht direkt quasi mit dieser Bewegung rein, weil ich nicht weiß, ob die stoppt oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nichtsdestotrotz ist das eher Gezocke, das heißt, ich will davon weg, sondern ich warte, bis die nächste grüne Kerze oder die nächste Kerze auf H4 sich anfängt, grün zu bilden. Jetzt haben wir sogar noch einen interessanten Fakt, und zwar, wenn wir uns das auf Stundenbasis angucken, haben wir hier ein Trigger-Level. Dieses Trigger-Level haben wir im vorangegangenen Video den Support und Resistance richtig handeln besprochen. Mit diesem Trigger kannst du reingehen, kannst dir hier mit einem relativ, obwohl es gegen den Trend ist, obwohl es gegen den Impuls relativ, sag mal, risikofrei entweder diese Push-Bewegung mitnehmen oder du wartest auf den Retest und nimmst dir diese Bewegung. Schauen wir weiter. Ja? Jetzt geht der Markt weiter nach unten. Jetzt wird es sehr, sehr interessant. Das ist die Zone, wo ich tatsächlich einen Trade platziere. Das heißt, hier unten
habe ich einen Trade platziert. Warum mache ich das? Ist relativ simpel. Ich schaue mir wieder auf H4 an, was passiert. Der Markt bildet wieder einen Impuls nach unten. Weil das Erste, was ich mache, ich schaue mir an, dieser Impuls hier, Copy-Paste, ist das eine AB gleich CD-Formation. Schaue ich mir an, CD geht ein bisschen weiter nach unten. Das heißt, potenziell habe ich hier unten Support-Level, was der AB, AB gleich CD-Formation passen würde. Was ich aber auch sehe, hier hat der Markt schon mal deutlichen Kaufimpuls bekommen. Hier war der Retest und hier ist ein langer Schatten. Dieser lange Schatten ist für mich sehr, sehr interessant, weil ich einen langen Schatten erkennen kann, dass der Markt von hier einen deutlichen Support bekommen hat. Also ich markiere mir diesen Bereich hier erstmal für einen potenziellen Support. Was ich dann mache, ist, ich schaue mir an, wie sieht es aus mit dem Fibonacci Extension Level. Und interessanterweise ist das 1,27er Level, was eins der machtvollsten Fibonacci Extension Level ist, genau in dieser Zone. Der ist genau in dieser Zone und ich sehe, pass auf, ich kann hier aggressiv dagegen gehen und zwar hoppala. Und zwar warte ich nicht, dass der Markt da irgendwie höher geschlossen hat oder so, sondern ich direkt mit dem Antesten dieser 1,27er Level gehe ich in den Markt. Das ist aggressiv, definitiv. Ja, ich bewege mich gegen einen starken Trend. Nichtsdestotrotz haben wir diese Setbacks sehr, sehr wahrscheinlich, weil wir, wenn wir uns mal anschauen hier, immer noch ganz langsam höhere Tiefs bilden. Jetzt kann ich mal die Magie spielen lassen, und du erkennst, dass der Markt hier auch einen dynamischen Support hat. Bedeutet nicht, dass der Markt weiterhin eine Aufwärtsbewegung sein muss, sondern eine Aufwärtsschub. Bedeutet aber, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest recht groß ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass wir hier in dem Bereich irgendwo einen Support bekommen. Das ist für mich super spannend, diesen Support zu erhalten und diesen Support aggressiv zu traden, weil hier zumindest kurzfristig ein kleiner Turnaround kommen kann. Deswegen gehe ich hier Marke direkt in den Chart. Jetzt habe ich aber schon bereits erwähnt eine AB gleich CD-Struktur. Machen wir es mal wirklich ganz, ganz grob hier drüber. Eine AB gleich CD-Struktur kann mir irgendwie auch eine Korrektur im Bereich liefern. Wunderbar. Muss ja nicht auf einen Einstieg angewiesen sein. Das heißt, von meiner Position, die ich hier auf dieser Höhe in den Markt lege oder wo ich schon drin bin, kann ich meinen Stopp eine ATR unter diese Tief. Wunderbar. Passt soweit. Jetzt kann ich aber schauen, dass ich da nicht die volle Position reinlege, sondern nur 30%. Oder 40%. Warum ist das sinnvoll? Überleg mal kurz selbst, während ich mir einen kurzen Schlaf hinnehme. Okay, die Antwort ist relativ easy, weil wir uns gegen ein Momentum stellen, weil wir uns gegen eine sehr, sehr starke, abwärtsgerichtete Push-Bewegung stellen. Das heißt also, wir sollten niemals mit voller Position da rein sagen, hoffentlich geht der, sondern ich weiß, dass ich keine Bestätigung an dem Level bekommen habe. Ich habe aber eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass an dem Level was passiert. Also gehe ich da rein, aber mit kleinerer Positionsgruppe. Das, verdammt nochmal, ich sag dir im Trading niemand. Ja, entweder weil es die ganzen Luschen nicht können oder weil sie es nicht machen vor Angst oder weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Nimm den Einstieg, wenn die Wahrscheinlichkeit da ist. Nimm ihn, aber mach's verdammt nochmal mit kleinerer Position. Geh nicht all in. Wenn du jede Position, jedes Setup mit der gleichen Positionsgröße handelst, wirst du dein Trading-Konto sprengen. Und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Dementsprechend, was ist hier zu tun? Wir gehen mit der Position rein, aber mit kleinerer Positionsgröße. 30%, wunderbar. Warum? Weil wir hier immer noch ein großes Potenzial haben, dass der Markt hier unten dreht. Hier haben wir vielleicht das 1,41er Level, ja. Hier haben wir potenziell diese dynamische Unterstützung. Je nachdem, können wir nochmal ganz sauber einzeichnen. Machen wir es mal so. Ungefähr hier auf dieser Höhe. Das heißt, selbst wenn der Markt hier draufkracht und dann doch bildet, wunderbar. Das heißt, ich habe zwei potenzielle Kaufzonen. Zone 1, Zone 2. Reagiert der Markt direkt, geht nach oben. Wunderbar, habe ich mich gegen einen Konter gestellt. Perfekt, ich schaue mir an. Hier oben ist meine dynamische Widerstandslinie. Das heißt, irgendwo, wenn der Markt hochkommt, vielleicht in diesem Bereich, muss ich mir eine Teilposition mitnehmen. Dann ist es halt von meinen 30% nur eine Teilposition. Wenn deine Position klein sind, dann schließt es halt ganz. Das ist ein Konter-Trade. Konter-Trade ist ein aggressiver Konter-Trade. Da hast du die gleichen Erwartungen wie bei einem Trendfolgetrade oder in der Struktur. Nur weil es nicht in die Struktur ist, nur weil es gegen den Trend ist oder beziehungsweise gegen das Momentum, heißt das nicht, dass du diesen Trade nicht machen sollst. Das Einzige, was das heißt, ist angepasstes Risikomanagement, angepasste Trade-Erwartungen. Der Rest ist deine Professionalität, das in Risiko- und Trade-Management umzumünzen.
Bedeutet für mich, ich schaue mir das Ding hier an. Hier oben nehme ich meine Halbposition mit, wenn der Markt direkt hochkommt, oder ich schließe die Position ganz je nach Price Action. Bedeutet, ich schaue mir hier zu diesem Zeitpunkt den Markt an und genau wie ich es beim Einstieg entschieden habe, hier reinzugehen, gehe ich beim Ausstieg hier daran und sage, pass auf, wie ist Chance gegen Risiko? Wenn das Risiko größer ist, dass der Markt gegen mich läuft, als dass er für mich läuft, gehe ich aus dem Markt raus. Läuft der Markt jetzt hier weiter nach unten, habe ich eine zweite Kaufzone hier unten. Wunderbar. Mein Stopp kann ich hier unten liegen lassen. Perfekt. Ich habe ja hier nur 30% genommen, das heißt, mein Stopp kann ich da liegen lassen. Mit der zweiten Position entscheide ich, wie groß soll die Position sein, wenn ich sehe, das Momentum ist sehr, sehr stark. Ich schränke mich nicht nur auf den Cut CHF, sondern ich schaue mir an, ist der CHF in so einem Fall dann sehr stark oder ist der Cut sehr schwach. Ich durch marktkorrelative Zusammenhänge raus, das heißt, ich schaue mir andere kanadische Dollar an, ich schaue mir andere Schweizer Franken an, ich schaue mir Gold an, ich schaue mir BTI an, um die Zusammenhänge zu erkennen, sehe, ob der Abfall hier, Abfall ist auch ein witziges Wort für so ein Ding, ob der durch den Cut bedingt ist oder durch den CHF, da kann ich Marktkorrelation finden. Wenn ich da sehe, pass auf, der Markt kommt hier runter und es ist ein schwacher kanadischer Dollar, aber der WTI kommt gerade auf den Support, dann gehe ich hier vielleicht mit meiner restlichen 50%-Position rein. Meine 20%, die ich mir jetzt quasi insgesamt erspart habe, die habe ich hier im Stopp mit drin. Die habe ich da drin, dass ich ab hier mit 80% der Position drin bin, das Stück aber schon mit meinen 30% gemacht habe. Ja, ganz wichtiger Punkt. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Markt läuft jetzt direkt für mich. Das sieht nicht schlecht aus. Was mache ich? Ich gehe auf den H1-Chart. Ich schaue mir die Mikrostruktur an, denn wenn der Markt sich jetzt hier erholt, kriegen wir hier einen potenziellen Support. Weil eine Konter bewegt natürlich auch durch eine Struktur. Das heißt, ich bleibe so lange im Trade, bis der Markt diese Hauptunterstützung für eine Konterbewegung auf kleinerer Zeiteinheit, auch genannt die Mikrostruktur, oder die bricht. Wenn die hält, hier oben, kann ich meinen Stopp wunderschön nachziehen. Hier oben in diesem Bereich, da sehen wir, großer Resistance-Bereich, schließe ich komplett. Ja, wenn der Markt hier drunter bricht, nehme ich den Gewinn mit, bin fein raus. Das ist Szenario 1. Szenario 2. Der Markt liefert mir den zweiten Einstieg hier. Ich mache genau das Gleiche. Ich schaue mir an, das hier ist der dynamische Widerstand. Der wird immer seine Dominanz erstmal beibehalten, bis sie gebrochen wird. Ich schaue mir an, zweiter Einstieg, ja, dann ist die hier im Minus. Zweiter Einstieg, ich schaue mir die Price Action hier an. Ich sehe, deutlicher Support ist hier zu erwarten. Was ist noch zu erwarten? Kleiner Fake-Out nach unten. Vielleicht kommt der Markt hier hin, bevor er dann dreht. Dann fange ich an, hier genauso wie vorher auch auf H1 meine Struktur zu verbinden. Struktur 1, das hier ist der leitende dynamische Widerstand auf H1. Das heißt, für einen deutlichen Aufwärtsimpuls muss das gebrochen werden. 1. Punkt 2, wenn wir sehen, wir kriegen hier einen neuen Abwärtsimpuls, wird die immer noch aktiv sein. Und dann warte ich, bis der Markt dieses Ding letztendlich dann auch bricht. Wenn es das bricht, ist, wenn ich mit doppelter Position drin bin, mit zwei Einstiegen, mein erstes Ziel immer Risiko begrenzen. Ja, das Risikomanagement, da Break-Even zu sein, ist immer oberste Prämisse bei Einstiegen. Zweites ist, profitabel zu sein. Ja, das ist erst das zweite Ziel und dann manage ich es letztendlich bis in die Profitabilität. Wenn ich sehe, der Markt kriegt seinen neuen Abwärtsimpuls, dann bin ich raus. So einfach kann es sein. Und das ist die, ich sag mal, der fünfte Platz meiner liebsten Trading-Setups. Was ist gut? Ich mach mal eine kleine Pro- und Kontraliste. Ja, machen wir es mal hier in diesem dunkelgrün. Also, was ist gut? Kontertrend heißt häufig, du brauchst kein positives CRV. Das heißt, ein CRV kleiner gleich 1 ist in Ordnung. Ob das gut oder schlecht ist, das ist einfach ein Fakt. Dein CRV muss nicht immer über 1 sein und wenn du davon überzeugt bist, dann kannst du das gerne für dich behalten und gerne beibehalten, wenn das für dich klappt, hervorragend. Ja, nach meinen 9 Jahren habe ich feststellen können, ein CRV unter 1 ist bei einer gewissen Hit-Ratio, ist bei verschiedenen Setups, Qualifizierung von Setups, Positions- und Risikomanagement extrem gut. So, beziehungsweise kann gut sein, ja, kann man natürlich gut sagen. Zweites ist, schnelle Bewegungen sind sehr, sehr gut, weil häufig sind diese Rejections extrem stark. Wenn der Markt nach unten trendet oder Momentum hat, ist gegen ein Momentum dran die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir
kurzer Zeit, das kann ich auch als Pluspunkt nehmen, in kurzer Zeit einen deutlichen Push von, ich sag mal, plus 20, 40 Pips bekommen, ist durchaus denkbar. Und das ist sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr schön. Nächster Pluspunkt ist, ich kann aggressiv managen. Bedeutet, ich kann meinen Stopp sukzessive sehr, sehr schnell nachziehen. Gehen wir nochmal kurz in den Chart. Schaue ich mir hier an, wenn der Markt hier hochkommt, ich bin hier rein, der Markt kommt hoch, ich kann den Stopp relativ schnell hinterherziehen, beziehungsweise mein Initialrisiko auch, wenn ich nur einen Einstieg plane, sehr, sehr schnell auf Null setzen. Initialrisiko ist das, was du am Anfang mit deinem Stop-Loss legst. Ja, dazu gibt es auch ein Video. Gut, haben wir das, das heißt aggressive Stop-Management, das heißt, ich kann mich hier auch relativ schnell Gewinne absichern und potenziell, wenn du in einen Kontertrend reinkommst, beispielsweise diesen leitenden Widerstand, wie zum Beispiel in diesem Beispiel oder halt andersrum eine Unterstützung, wenn der gebrochen wird, dann kommst du in ein Gegenmomentum. Gegenmomentum. Das kann dir sehr, sehr schön, sehr, sehr viele Pips. Ja, bei uns in der Signalgruppe keine Schleichwerbung, machen wir das ab und an und da sieht man, wie wir auf einmal in, keine Ahnung, eine halbe Stunde 30, 40 Pips mitnehmen. Das schmeckt natürlich auch. Negativ, ganz klar, es ist aggressiv. Das heißt also, sowas kann ich nicht einfach mit einer Buy-Limit-Order in der Regel machen, sondern ich sollte da Market vorhängen und mir dann mein Setup letztendlich auch genau überlegen. Zweitens halt gegebenenfalls mehrere Einstiege oder gestaffelte Einstiege. Das ist nicht jedermanns Sache. Einige fahren damit ihre Konten an die Wand. Dementsprechend, es ist gefährlich, dass ich sowas hier sage, weiß ich, aber ich will die Realität nennen. Ich will nicht sagen, was die jeder sagt, weil jeder an der Börse Geld verliert. Das ist leider Fakt. Ich will dir vermitteln, was funktioniert. Dementsprechend sage ich auch Dinge, die vielleicht etwas riskanter sind. Aber das umzusetzen, das vernünftig, gewissenhaft umzusetzen, das ist deine Sache. Ja, da musst du an dir arbeiten. Wenn du sagst, ja, aber der Dominik, der hat das gesagt und hier und da, du siehst mein Track Record ist rein. Wenn es halt nicht funktioniert, dann solltest du an dir quasi arbeiten und sagen, ich suche Möglichkeiten, das auch gewissenhaft umzusetzen. Wenn ich merke, mehrere Einstiege sind für mich nichts, dann lasse ich die halt weg. Ja, ansonsten ist da nicht so viel Negatives, vielleicht noch kleinere Position am Anfang. Das heißt also, selbst wenn du richtig liegst, ist die Position riesig, aber so ein Momentum kann dir trotzdem sehr, sehr schöne, positive Ergebnisse auch erzielen. Ja, das war's mit meinem 5. Platz, meine Trading-Setups. Ich hoffe, die hat dir hier gefallen und vor allem, das ist mir viel wichtiger, nochmal deutlich dran gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von Wall Street Story.